Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, liebe Frau. Waage, zu deiner Juni-Energie 23. Es tut mir die rechte Mandel weh. Ja, heute ist bei uns fürchterlicher Wind gegangen und ich musste ja unbedingt raus, weil es ist ganz wichtig für mich. Da hat es genau von der Seite immer wieder hergezogen. Jetzt tut mir die Mandel weh. Bravo. Na, bravo. Gut, soll so sein. Wir kommen zu dir, liebe Waage. Und schauen. Deine Hauptenergie im Juni ist Glück. Der ganze Juni ist von Glück überstrahlt. Wollte ich sagen, überschattet, aber das wäre ja blöd. Also überstrahlt. Denn im Juni geht es bei dir um schlechte Gefühle. Okay. Aber dieses Glück macht es ja wieder wett. Auf dem Glück selber liegt eine Entscheidung. Also du hast die schlechten Gefühle wegen einer Entscheidung, aber die Entscheidung selber liegt auf dem Glück, was dich überstrahlt im Juni. Also sollte das auf jeden Fall gut gehen, denn das Leben kommt auf dich zu. Hier rasant kommt das Leben auf dich zu und du weißt gar nichts, du zweifelst an allem. Okay, du zweifelst, die Familie zweifelt oder die Familie zweifelt an dich, das kann auch sein. Denn dein Leben macht Stress. Okay, du hast irgendeinen Grund, hast du im Juni Stress und Zweifel, obwohl hier Glück liegt. Und schauen wir mal. Wir haben Blockaden und Familie. Ach, die Familie macht hier Stress. Okay, schauen wir mal. Okay, also hier, ja, ich könnte sein, weil ja das Glück auf dir liegt und eine Entscheidung, die du fällst, macht die Familie hier Stress, weil sie zweifelt. Und die Blockaden sind dein Blindfleck. Das heißt also, irgendwie blockieren die dich, ohne dass du es merkst, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wir werden weiter gucken. Dann haben wir die Transformation. Das sind Meldungen. Also hier werden irgendwelche Meldungen verarbeitet. Irgendwas, ja, weiß ich noch nicht. Und dann kommt der Blindfleck. Da liegt der Blindfleck drin. Vielleicht kennst du auch diese Meldungen gar nicht und sollst hier entscheiden. Warte mal, ich muss das weitermachen, keine Ahnung. Dann haben wir ganz spontan, kommt aber der weibliche Aspekt, der macht auf. Der weibliche Aspekt macht auf, kann auch eine weibliche Person sein, die hier bei deiner Entscheidung mithilft, die dir da hilft durchzublicken. Weiß noch nicht. Wir haben hier, lass mich mal gucken, ich kenne mich gerade mal aus hier. Ja, wir haben hier ja, Aufregung, Gespräche, Fokus. Hier sind Zweifel im Fokus, das verstehe ich nicht, warum der Zweifel da so im Fokus ist, der da so Stress macht. Wir werden es noch rausfinden. Dann haben wir den Neuanfang. Hier mit Leidenschaft ist aber hier ein Neuanfang, der liegt nämlich drauf und du erkennst irgendeine Schuldthemen. Ja, das ist Familie, also mit irgendwas, was du tust, was du entscheidest, ist die Familie so überhaupt nicht einverstanden. Tja, schauen wir mal. Keine Ahnung. Stärke und Kraft. Stärke und Kraft. Also die Sicherheit gibt dir Stärke und Kraft, irgendeine Sicherheit. Und hier liegt deine Tochter, dein Sohn, deine Schwester, deine, was weiß ich, Tante, völlig egal, oder Freundin. Hier liegt, also die hilft, diese Sicherheit, die bei dir Stärke und Kraft hervorruft, damit bekommt aber auch sie Klarheit. Hier ist auch ein Neuanfang. Okay, sie lernt. Das ist ein bisschen durcheinander, liebe Waage, ich weiß noch nicht. Also hier ist auf jeden Fall ein Familienthema, das blockiert. Und du erkennst hier irgendein Schuldthema. Ein Schuldthema, das aber nicht, das liegt auf die Füchse, das Schuldthema ist verkehrt. Da gibt es entweder keine Schuld oder es werden verkehrte Schlüsse gezogen oder. Und das erkennst du hier, dass hier irgendwas nicht passt. Keine Ahnung, hat mit Familie zu tun. Stärke und Kraft gibt dir Sicherheit, die du hast. Aber dieser Blindfleck, du erkennst irgendetwas nicht. Weil die Karte hier heißt Feiern, Zusammenkunft,
eigentlich sehr positive Energien. Spirituell heißt die Natur erkennen und hier erkennst du es aber nicht. Und ich weiß aber nicht, warum du es nicht erkennst, weil es blockiert wird. Ah, okay, weil das liegt ja eigentlich hier. Hier wird etwas blockiert von der Familie. Es wird praktisch, hier kommt irgendein Glück, wo du eine Entscheidung triffst und ich will jetzt nicht sagen, es wird dir nicht gegönnt, aber es wird irgendwie, die Freude, die es auslösen sollte, wird nicht anerkannt, nicht gesehen. Komisch. Es ist jetzt deine Aufgabe, im Juni trotzdem deinen Weg zu gehen. Das ist die Karte, was auf dich zukommt und hier kommt das Leben auf dich zu, wo du nicht ausweichen kannst. Das heißt hier, du sollst, du musst deinen Weg gehen. Und das musst du auch erkennen und das mit Leidenschaft. Also das durchsetzen, was du möchtest. Und hier kommt dann eben auch die Freude. Und ein Vertrag. Also der ist sehr gut, der Vertrag. Und der Vertrag liegt auch im Kronenchakra. Das heißt, in Verbindung zu deiner Quelle ist gewollt. Und das erkennst du auch. Und das ist auch die Freude. Warum das die Familie da ein Schuldthema mit hat, weiß ich noch nicht. Meldungen ist auch Papier. Man weiß es nicht. Okay, schauen wir mal weiter. Da ist diese Entscheidung. Die Entscheidung für ein Hobby. Also die Entscheidung fällt dir eigentlich leicht. Ja, die Entscheidung liegt ja auch auf dem Glück. Also sie fällt dir leicht. Hilft auch einen anderen Familienglied. Also das hier ist die große Familie. Bruder, Schwester und so weiter. Das ist die kleine Familie, wo die Tochter liegt. Kinder, da wo du wohnst und so weiter. Da, also in der kleinen Familie würde ich sagen, kommen zwar auch Zweifel und Stress, aber hier der Tochter, dem Sohn, der besten Freundin, die auch dann irgendwo zur Familie gehört, hilft es aber. Offizielle Sachen und Nachrichten. Also hier kommt eine offizielle Nachricht, die auf jeden Fall glücklich ist und die Sicherheit bringt. Ja, warum da die große Familie das mit dem Tam macht, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Dann haben wir die Liebe. Nachricht, eine Liebesnachricht. Partnerschaft, die du auch wirklich siehst. Also hier kommt wirklich eine offizielle Nachricht, die auf Gefühlen liegt und die man auch sieht, wo man das Glück eben auch sieht. Da liegt das, was du nicht siehst. Ah, dafür hast du jetzt eine Lösung. Das liegt auf dem Buch, ein Geheimnis praktisch. Auf dem Buch, etwas, was du nicht weißt, kommt eine Lösung, weil es auf einmal du siehst es und das kommt, da kommt eine Lösung, okay. Dann kommt die Nachricht, die hier liegt, bringt Kummer und Schmerz. Aber da liegt hier, den kennst du nicht. Nicht in der, genau, die Nachricht ist, liegt auf der Nachricht. Ist offiziell, bringt Kummer und Schmerz und das erkennst du aber erst, wenn die Nachricht kommt. Und da liegt, sie liegt wieder in dem Vertrag und der Familieneck da hinten. Ganz, ganz, ganz komisch. Und dann dein Partner steht aber zu dir, der gibt dir da, macht dir da Mut. Deine eigene Schwingung im Juni ist bald, ist also mehr so abwarten, schauen wir mal. Und jetzt kommt eben die Karte der Familie und das ist Bewusstheit. Lass mal weitermachen. Deine Familie ist dir bewusst. Hier kommt auch die Nachricht und die Nachricht ist aber nicht schlecht. Das ist eine offizielle Nachricht, die sichtbar eine Lösung für Kummer und Schmerz bringt. Und dein Partner steht dabei. Du wartest ab und deine Familie macht sich bewusst Sorgen. Oder die ist die Sorgen deiner Familie bewusst. Dass das eigentlich bloß Sorgen sind, dass das ein bisschen auswartet. Und hier ist eben auch der Neuanfang. Eine Gruppe Menschen wird hier automatisch sichtbar durch dieses Glück. Diese Sorgen liegen aber auf der Erfüllung. Und die Sorgen liegen hier auch alleine. Die dürften eigentlich
vergehen. Schauen wir mal, was das ist, der Partner. Es ist nämlich dein Weg, den du hier gehst, ist auf jeden Fall eine Lösung für dich, für den Kummer und Schmerz, für deinen Partner. Geld liegt Aufregung drin und Arbeit liegt der Sohn drin. Okay. Also, Glück ist dein Thema im Juni, also etwas Schönes. Von dem dürfen wir mal wirklich ausgehen. Was sichtbar wird und Lösungen bringt, wo du wirklich deinen Weg mit Leidenschaft gehen kannst und den auch im Fokus hast. Deine Familie an sich findet das irgendwie nicht so dolle. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist ganz anders. Weil es steht ja, der Stern steht ja auf Glück. Und dein Glück kommt auch durch eine Entscheidung. Die bringt Aufregung. Und dadurch werden dir Blockaden bewusst. Und jetzt erkennst du dieses Familienthema. Hier liegt ein Familienthema drin. Ein Schuldthema, was nie richtig war. Das liegt auf dem Fuchs. Dieses Schuldthema war nie wirklich so, wie sich es dargestellt hat. Das hat unbewusst dich blockiert, dich in den Stress gebracht. Und jetzt erkennst du das. Und darum liegt hier auch die Freude. Denn mit der Freude kannst du dann hier einen neuen Vertrag machen, Familienvertrag und so weiter, der Sicherheit bringt. Das ist das Ding, weil es gibt hier keinen Grund hier dafür, dass die Familie, weil du siehst ja bewusst, du gibst deiner, die Nachricht kommt bewusst in die Familie, mit Leidenschaft, weil du deinen Weg gehst, weil du hier wirklich etwas siehst. Für dein Leben, auch als Partnerschaft, du gehst hier leidenschaftlich deinen Weg und das geht, kommt auf dich zu, das Leben kommt auf dich zu, mit Freude, mit Leidenschaft und bringt Lösungen mit. Und dadurch solltet ihr bewusst werden, dass es dieses Thema gibt, aber in Wirklichkeit, das ist wie so, wie ich immer erzähle, man kriegt ja im Laufe des Lebens ja ganz viele Glaubenssätze und dass es hier so ein Glaubenssatz ist, was weiß ich, meine Familie liebt mich nicht, ich bin immer, was weiß ich, und dann ja, meine Familie ist schuld, könnte man sagen, weil bla 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 bla. Das war aber nie wahr. Durch dieses Glück, durch das, was hier kommt, erkennt man es. Also man erkennt hier ein Schuldthema, was überhaupt nie wirklich relevant war. Das liegt hier. Und damit kommt auch die Freude, die Lösung für den Kummer und Schmerz, der hier in Verstehen liegt, in Eingebung liegt und auch in Nachrichten und Stärke. Also die Nachrichten von diesen Schuldthemen. Und wenn das jetzt ein Glaubenssatz war von dir oder deiner Familie, das ist jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich beidseitig. Und durch dieses glückliche Ereignis, was auch immer es ist, was auf dir liegt, erkennt man, wie man du erkennst auf jeden Fall, dass dieses Schuldthema totaler Blödsinn war. Und gehst in die Freude und hast eine Lösung für den Kummer und Schmerz, die das hier immer ausgelöst haben. Jetzt erkennst du es endlich und hast den Mut, einen neuen Vertrag zu machen. Also in dem Fall heißt ein neuer Vertrag, einfach eine neue Einstellung zu bekommen, nochmal neu hinzusehen, neu zu bewerten. Und dann hast du auch Sicherheit in der Familie und erlebst deine Familie bewusst. Die Kummer und die Sorgen hier, die lösen sich eigentlich auf, da die in deiner Erfüllung liegen. Also eigentlich lösen sie dich auf und da siehst du auch hier rum, hier liegt eigentlich nichts. Das Offizielle, ja, aber das muss ja nicht immer negativ sein. Das liegt auch auf der Veränderung. Hier durch das Lernen verändert sich einiges, wo deine Tochter, dein Sohn sehr mit involviert sind. Und du gibst dir bewusst Nachrichten weiter. Also das machst du nicht so, oh hoppala, wollte ich nicht oder über sieben Ecken erfährt irgendwas. Nein, du sagst das. Und hier hast du eine Gruppe Menschen, die dir hier wirklich beistehen, was wiederum in der Linie deiner kleinen Familie liegt. Also deine kleine Familie steht zu dir. Da ist zwar erst Zweifel, aber sie steht zu dir. Dein Mann steht zu dir. Im Geld gibt es Aufregung und
Warum in deiner Arbeit dein Sohn nicht kein Arbeitskollege sein? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht arbeitest du auch mit deinem Sohn oder so. Mal gucken. Wir fangen mal an. Also, in der Arbeit liegt ein Sohn. Also, entweder du arbeitest mit einem Sohn zusammen. Oder eben, du hast einen Arbeitskollegen, der jetzt, der Kummer hat, der vielleicht auch Kummer mit deinem Weg hat, mit deiner Anschauung oder wie auch immer. Da gibt es aber jetzt eine Lösung durch, wenn man Mut hat. Finanziell gibt es Aufregung, da ist das Gleiche. Eine Lösung für den Kummer, Schmerz ändert sich in die Freude und man erkennt auch die Blockaden, die da sind. Finanzielle Sachen werden bewusst und auch eine Entscheidung. Und diese Blockade erkennt man. Also vergessen kann man die auch abschaffen, wenn man sie erkennt. Ja, und die Sorgen im Hier und Jetzt, die auf deine Erfüllung ist, ist nur der Stress, den du hier und jetzt hast. Hast aber deinen Partner an der Seite. Das heißt, das, was sich hier auslöst, auf dich zukommt, was du nicht vermeiden kannst, das kannst du nicht vermeiden, das kommt auf dich zu, dein Weg, bringt Glück mit sich, aber auch Stress. Und hast aber da auf jeden Fall eine Lösung. Deine große Familie, dessen bist du dich bewusst? Ja, und die blockiert hier ein bisschen. Deine große Familie ist auch der körperliche Ausdruck. Also könnte zum Beispiel sein, wenn du einen körperlichen Wehwehchen hast, Krankheit hast, was auch immer, dass da ein Familienthema Ausdruck findet, ein Schuldfamilienthema Ausdruck findet. Und Blockaden sagen immer Starre. Also, wenn ich jetzt, ich bin ja die Waage, ich bin ja auch eine Waage, davon ausgehe, könnte das schon ein Familienthema sein, weil es eine gewisse Starre gibt. Und eine Blockade ist immer Starre und es blockiert das, die Bewegung. Könnte hier auf jeden Fall ein Familienthema sein, das du hast, oder ich habe, oder wir haben, mach ja vollkommen wurscht. Und das jetzt erkannt wird. Und dann ist aber auch die Schuld kein Streit oder sonst irgendwas, das ist dann bloß etwas für dich, wo du durch deinen Weg jetzt eben erkennst, was körperlich eine Familienschuld in dir ausgelöst hat, einfach weil du verkehrt denkst, weil du dir vernachlässigt vorkommst, nicht geliebt vorkommst oder. Du weißt das selber. Und durch dieses Erkennen kommst du automatisch in die Freude und du hast eine Lösung dafür. Also das ist dann ganz einfach. Und diese Schuld stimmt sowieso nicht. Die liegt auf die Füchse, die ist verkehrt. Das ist Quatsch. Gut. Ja, du selber liegst eher auf Abwarten. Ja, sich, ja, das ist hier bewusst warten, sich erstmal den schönen Dingen zu geben, bevor man sich hier offiziell irgendwie arrangiert oder irgendwas tut. Und vor allem dieses Offizielle wird auch immer weniger. Das liegt nämlich auf die Mäuse. Also die werden auch immer weniger und vielleicht weiß man es. Muss ich mich jetzt gar nicht drum kümmern. In 3 Wochen, wenn ich mich wieder drum kümmere, ist es gar nicht mehr so heiß oder. Also das wird auf jeden Fall immer wieder weniger. Und vor allem hier gibt es auch nichts wirklich besonders Negatives. Ja, die kleinen Sorgen hier, aber das sehe ich jetzt nicht so tragisch. Dann haben wir die Liebe. In der Liebe, in Gefühlen bekommst du Nachrichten. Und das ist auch gleich dein Halschakra. Und da ist dein Partner. Liebesnachrichten liegen aber auch im Lenemo liegen die hier. Das heißt, diese Nachrichten im Gefühlsleben, sage ich mal, die Kummer und Schmerz gebracht hat, dafür findet man jetzt eine Lösung, eine bewusste Lösung, weil man eben die Partnerschaft mit offenen Augen sieht und auch dafür eine Lösung hat. Wenn es da Probleme gegeben hat mit dem Partner, kommt jetzt wirklich eine Lösung auf den Fuß, die man jetzt noch nicht weiß, aber die dann kommt und die vielschichtig ist. Du entscheidest dich auch dafür, die leidenschaftlich genutzt werden kann. Also das ist eine schöne Lösung, die auch den Stress und dieses Blödsinn oben auflöst. Wo liegt denn dein Partner? Ja, dein Partner liegt in Kommunikation. Der wird mit dir reden, dass er sich Sorgen macht, warum auch immer. Ja, Haustiere, ja, das ist so, die zeigen dir, wo deine Schuld, wo du hinschauen musst, um die angebliche Schuld zu erkennen. Wie gesagt, das ist keine Schuld. Und du bekommst auch Meldung, die du
über dieses Schuldthema. Dass du es leicht angehen kannst, nur den Mut brauchst, weil dieses Schuldthema gibt es nicht. Das liegt auf dem Fuchs, das ist verkehrt. Das sieht man verkehrt, das hat man verkehrt aufgefasst oder einen falschen Glaubenssatz oder, was auch immer es sein mag. Und hier ist wichtig, dass auch dieses Schuldthema einen körperlichen Ausdruck bei dir findet. Da müsste man nachschauen. Es liegt eben auf dem Fuchs. Und das Tier, was auch immer es macht, könnte es dir irgendwie wie zeigen. Weiß ich nicht, was Tiere machen oder wie sie es dir zeigen könnten. Bei mir zum Beispiel könnte es jetzt sein, zum Beispiel unsere Katze ist die Katze von meinem Mann. Wir haben sie zwar ausgesucht, meine Tochter und ich, aber es ist die Katze, die hat mein Mann gesehen und mein Mann ist sein Angelpunkt, Dreh- und Angelpunkt. Der kommt selten zu mir. Und jetzt könnte er zum Beispiel im Juni vermehrt zu mir kommen, um mir zu sagen, um mir zu zeigen, nee, ich hab dich auch lieb. Da ist kein Schuldthema. Zum Beispiel. Oder es auch anders machen. Also, das dürft ihr selber rausfinden. Die kleine Familie, da liegt eben Zweifel drin. Aber ja, Zweifel wahrscheinlich, weil es hier so viele, hier gibt es ganz viele Möglichkeiten plötzlich. Also hier tut sich was Großes, also eine Vielschichtigkeit auf und man weiß so gar nicht recht, wo man es haben soll. Der Fokus ist auf Sprechen und wieder auf die Familie. Also du wirst viel mit deiner Familie im Fokus haben und auch viel sprechen. Nur durch diese Vielschichtigkeit, glaube ich, weiß keiner recht, was er tun soll oder annehmen soll oder so und da kommt Zweifel. Aber hier kommt, muss eine Entscheidung gefällt werden, die aber eigentlich eine glückliche Entscheidung ist. Du wirst aber durch diese Gespräche sehr viel lernen und das, was du eben momentan nicht weißt und was dir Kummer macht, wirst du sehr bald erkennen und da kannst du offizielle Stellen nutzen. Also hier werden offizielle Stellen, die wirklich drum frisst. Auch das liegt es auch auf den Mäusen, weil es hier wirklich dein Kummer und das Nichtwissen auffressen können und du dann bewusst entscheiden kannst. Weil diese Blockaden hier mit Leidenschaft weggebracht werden durch dieses Lernen, was hier auf dich drauf liegt. Hier ist ein Lernen angesagt. Das ist wie, du kennst die Verkehrsschilder nicht und weil du keinen Führerschein hast und jetzt machst du offiziell einen Führerschein und lernst die Verkehrsschilder, dann bist du nicht mehr blind. Und dann kannst du auch entscheiden, wo fahre ich rechts oder fahre ich links. Irgendwie sowas ist das, was auch immer. Da kannst du dich offiziell entscheiden und da hilft man dir auch. Also das sehe ich jetzt nicht so als Problem. Was auch immer es ist, auf jeden Fall deckt es ein Familienthema aus. Es ist es nicht so, dass die Familie da hochschwingend gleich sagt, ja, hurra, hurra. Nein, die wird sehr skeptisch sein, wird aber auch hier eine Schuld aufbringen, aber im Endeffekt kann dich in diesem Monat nichts aufhalten, denn dein Weg liegt, das ist der Platz Schicksal oder Zufall und auch das Schiff, das kommt auf dich zu, dem kannst du nicht ausweichen und das liegt auf dem Platz im Hier und Jetzt. Das heißt, hier und jetzt im Leben, im Juni, kannst du diesen nicht ausweichen, hier kommt mit Leidenschaft was auf dich zu, was Freude macht, was Glück bringt, wo du jederzeit Lösungen hast. Natürlich musst du was lernen, hilft auch der Tochter, dem Sohn und hier unten hilft es eben auch, hast du Tochter und Sohn, dann ist Tochter und Sohn, also ich sag mal, alle deine Kinder hilft es, mit irgendeinem Kummer und Schmerz aufzulösen und hier auch ihren Weg zu gehen. Also es hilft eigentlich alles, aber es deckt auch was auf und die Familie ist am Anfang skeptisch. Was auch immer dieses Glück hier ist, das kommt auf dich zu. Du wirst es sehen. Ich kann dir es nicht sagen. Es liegt auf deinem Weg. Also ganz so fremd dürfte es dir selber nicht sein, weil es auf deinem Weg ist, im Hier und Jetzt. Also das, was du möchtest, kommt hier auf dich zu und bringt Lösung für alles Mögliche. Deckt eine Familienschuld auf. Also ein Glaubenssatz, den die Familie geprägt hat oder, also muss nicht großartig sein und du kannst hier in der Anbindung da oben dich freuen und das neu gestalten. Also das hier, diese Schuld und das Erkennen betrifft immer die Familie. Dein Partner liegt in der Kommunikation
Und auch er gibt dir Sicherheit oder er ist sicher, weil hier wirklich eine Lösung kommt und die ist ganz schön, die weißt du jetzt aber noch nicht, aber die kommt mit Leidenschaft und vielschichtig. Du kannst dann entscheiden, welche Lösung du nimmst. Also und auf jeden Fall gibt das Ganze der Familiensicherheit. Das ist ein bisschen verzwickt, liebe Waage, aber und anfangs, dieses Glück wird am Anfang vielleicht nicht richtig bewertet. Kommt aber dann mit der Zeit, weil es wirklich Lösungen bringt. Ja, ist ein bisschen tricky hier, aber es bringt allen was Gutes. Und ich finde hier ist ganz toll, dass du hier in Leidenschaft deinen Weg gehen musst, in die Freude und Lösung für den Kummer und Schmerz gibt. Finanziell gibt es Aufregung durch eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung. Also der Kummer und Schmerz in Geldsachen geht raus, in der Arbeit Kummer und Schmerz geht raus, weil es hier wirklich Lösungen gibt, was auch immer es sein mag. Hast du keinen Partner, dann kommt der nämlich auch hier, der ist schon da, der liegt hier in deinem weiten Freundeskreis schon rum, also in deiner Nähe schon, den siehst du schon und bringt auch wieder Lösungen für Kummer und Schmerz. Das könnte ein Liebesbrief sein, ein Zettel an der Windschutzscheibe vom Auto oder, den du bewusst anbringst oder auch bekommst, je nachdem. Auch für die Liebe ist hier gesorgt. Eigentlich ist es ein sehr, sehr schöner Monat. Es ist nur so, dass das, was hier aufgedeckt wird, muss aufgedeckt werden. Erkennst du durch deinen Weg, der aber sehr glücklich ist, weil immer wieder für alle Lösungen da sind. Also liebe Waage, lass dich hier nicht unterbringen. Es scheint ein schöner Juni zu werden. Und also mich wundert das da oben jetzt nicht, weil solche eine Schuld hat jeder. Und wie gesagt, körperlicher Ausdruck der Schuld der Familie und der Blockaden, wenn du das mich anschaust, wundert es mich jetzt nicht. Und natürlich habe ich auch Familienthemen, wie jeder andere. Braucht man gar nicht reden. Ihr wisst, ich habe euch erzählt von meinem Bruder, wo ich dann so nervös geworden bin, wo ich mir nichts mehr zugetraut habe. Obwohl ich meinen Bruder absolut liebe und er mich, kam das trotzdem. Das ist aber Familie. Da kann keiner was dafür, da ist keine Schuld, überhaupt nicht. Da kann überhaupt keiner was dafür, aber das muss gelöst werden. Und für mich, für meinen Teil, kann ich sagen, Gott sei Dank, dass das hochkommt, dann kann ich es nämlich lösen. Und dann, wenn ich das gelöst habe oder du das gelöst hast, dann ist das überhaupt kein Problem. Und die Karte Lösung sagt ja schon, los. Es löst sich etwas, Kummer und Schmerz löst sich und das ist schön. Also das ist ein schöner Ausgang, der im Endeffekt die Familie wieder wirklich zusammenbringt, weil hier Lösung für alle ist und das Glück für alle ist. Ist schön. Warum du hier mit schlechten Gefühlen, ja Gott, liegt wieder an der Familie. Aber wirst du lösen. Ja. Ein trickreicher Monat, aber mit gutem Ausgang. In diesem Sinne, habe die Ehre, liebe Waage. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht. Es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen. Das ist die Schachtel von mir. Dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir
um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.